So, herzlich willkommen zur Kinderpressekonferenz hier im Gesundheitsministerium. Es handelt sich tatsächlich um eine Sprechstunde Spezial. Der Herr Minister ist ja regelmäßig live auf Social Media Kanälen mit seiner Sprechstunde. Und das hier heute ist tatsächlich auch die 40. Sprechstunde, ein kleines Jubiläum. Es soll heute um die gehen, die in den letzten Wochen und Monaten unserer Meinung nach zu wenig vorgekommen sind, zu wenig in den Diskurs mit einbezogen sind, nämlich um die Kinder, weshalb die Pauline aus Wien, danke Pauline, dass du da bist, heute auch durch die Pressekonferenz führen wird oder den Startpunkt machen wird. Ich darf an dieser Stelle auch die Frau Dr. Rabadi begrüßen, Mitglied im Beraterstab des Gesundheitsministers und heute diesmal nicht unhöflicherweise, aber diesmal anders, den Herrn Gesundheitsminister begrüßen, Rudi. Pauline, ich darf jetzt an dich übergeben. Ja, hallo, ich bin die Pauline, ich bin 14 Jahre alt und ich gehe in die Rahlgasse, in die AMS Rahlgasse. Im Herbst wechsle ich dann in die HLW für Soziales Management von der Caritas. Und ja. Und dann habe ich schon eine erste Frage an dich, Rudi, und zwar, warum machen wir das überhaupt hier heute? Gute Frage. Naja, Sprechstunde machen wir fast jeden Tag. Vielleicht hast du schon einmal zugesehen. Ja. Das ist eine Form von Kommunikation, die wir uns ausgesucht haben, damit wir direkt Fragen beantworten können und auf Fragen eingehen können. Die werden normalerweise per E-Mail geschickt. Das waren tausende Fragen in den letzten Wochen, ganz unterschiedlicher Natur. Und der Versuch ist einfach, die möglichst persönlich und möglichst direkt auch anhand des Beispiels des Fragenden oder der Fragenden zu erklären und zu beantworten. Da ist sehr, sehr viel an Missverständnissen auch aufgeklärt worden, auch sehr viel an Informationen weitergegeben worden. Na, und Fragen sind manchmal auch offen geblieben, weil wir noch keine Antworten haben. Ist auch einfach so manchmal. Und wir haben uns gedacht, wir machen jetzt bei der 40. Sprechstunde eine Sprechstunde nur für Kinder, für Jugendliche. Warum? Weil die Katha hat es am Beginn eh schon ein bisschen angedeutet, weil aus unserer Sicht Kinder, Jugendliche einfach in einer Krise viel zu wenig Platz haben und Platz hatten. Ich hoffe, hatten. Die Vergangenheit ist die richtige Form. Und jetzt haben wir gesagt, stellen wir einfach eine Sprechstunde nur für Kinder und Jugendliche zur Verfügung und versuchen wir, deren Fragen zu beantworten. Fragen auf Video werden wir dann nachher sehen, wirst uns eh du auch erzählen und durchführen, nehme ich an. Mit dem Versuch, die bestmöglich zu beantworten. Und wir haben halt eine Expertin bei uns. Ist auch bei der Sprechstunde meistens der Fall, dass wir einen Gast bei uns haben, der ein bestimmtes Thema vertritt. Und die Frau Dr. Rabadi als Allgemeinmedizinerin wird die Fragen auch versuchen zu beantworten, die eher in den medizinischen, in den Gesundheitsbereich hineingehen. Und ich werde es versuchen bei den politischen Fragen. Ja, das wollen wir heute mal probieren. Erstmals ein totales Experiment. Danke, dass du dabei bist. Gerne. Dann habe ich auch schon eine Frage, und zwar, was ist der Unterschied zwischen Viren und Bakterien an Sie? Gott sei Dank. Also zwischen Viren und Bakterien gibt es eigentlich fast nur Unterschiede. Ja, die haben kaum was gemeinsam. Das Einzige, was sie gemeinsam ist, beide können Menschen und Tiere krank machen. Ja, und was sie vielleicht auch gemeinsam haben, sie sind beide klitzeklein, wobei Viren noch viel, 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 viel kleiner sind als Bakterien. Viren können sich nicht selber vermehren, so wie Lebewesen das können. Ja, Bakterien können das, die teilen sich dann, wird das ein an zwei und so geht es weiter. Viren können das nicht. Außerhalb vom Körper heißen die auch anders, deswegen da heißen die Virionen. Die werden erst dann zu Viren, wenn die in einem sogenannten Wirt andocken können. Im Grunde genommen, also bei Computern kennst du dich sicher besser aus als ich. Ich versuche es trotzdem. Es ist eigentlich bei Computerviren genau das Gleiche. Viren sind mehr ein Programm. Ja? Und erst wenn die einen Wirt finden, also meine Software zum Beispiel, dann werden die aktiv und benutzen diesen Wirt, ja, um sich vermehren und ausbreiten zu können. Okay. Ist das ungefähr Ja, verständlich auf jeden erklärt, Fall, auf oder? jeden Fall. Und dann hatte ich noch eine Frage, und zwar, ist das Coronavirus gefährlicher als andere Krankheiten, die durch Viren ausgebreitet werden?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Das geht gar nicht in einem Satz. Ja und nein, es gibt ja eine Menge Viruserkrankungen, die sehr, sehr gefährlich sind. Und das Coronavirus ist für manche Menschen kaum gefährlich, wie zum Beispiel für Kinder, ja, auch Jugendliche. Und dann wird es immer kritischer bis zu den geschwächten Menschen, den kränkeren Menschen, den sehr alten Menschen, vor allen Dingen, wenn diese Dinge zusammenkommen. Ja, also das ist einmal, wenn man vom Einzelnen redet. Das Blöde an dem Coronavirus ist, dass es halt im Rahmen einer Seuche auftritt. Das heißt, es werden sehr viele Leute gleichzeitig krank. Und da liegt das eigentliche Problem. Ja, erstens einmal, wenn sehr viele Leute auf einmal krank sind, dann fehlen die in den Betrieben, in den Geschäften und überall sonst, wo Menschen arbeiten, auch in der Pflege. Mhm. Ja. Auch unter den Ärzten. Und dazu kommt, dass das Gesundheitssystem natürlich fertig werden muss mit so einem Riesenandrang an kranken Leuten. Und das Dritte ist, dass es sehr viel schwieriger wird, empfindliche Menschen oder gefährdete Menschen zu schützen, wenn das Virus in der Gesellschaft sehr verbreitet ist. Und ist es automatisch so, dass ältere Leute ein geschwächteres Immunsystem haben? So generell, also Alter allein ist gar nicht so tragisch. Außerdem zwischen meinem Alter ist auch schon immer ganz jung und 93 ist noch einmal ein ziemlicher Unterschied. Mhm. Ja. Aber das, was es gefährlich macht, sind Vorerkrankungen, also Menschen, die von vornherein schon körperlich geschwächt sind, mhm. aus verschiedenen, unterschiedlichen Gründen. Und vor allen Dingen, wenn die Menschen dann auch noch älter sind, dann wird es natürlich immer, immer gefährlicher. Ja. Ja. Okay, danke. Dann habe ich eine Frage an dich, Rudi. Und zwar, was macht ein Gesundheitsminister eigentlich den ganzen Tag? Frage, die ich, ist eine interessante Frage. Würde ich sagen, und hätte ich sie mir schon im Detail so beantworten können, bevor ich Gesundheitsminister vor gefühlten 5 Jahren, in Wirklichkeit sind es ein paar Monate, 7. Jänner habe ich anfangen dürfen, da herinnen in dem Haus, mit einer extrem schönen Tätigkeit. Aber es ist ja ganz schnell eine Krisenbewältigungstätigkeit geworden. Klassisch, ein Gesundheitsminister kümmert sich darum, dass die Gesundheitsinstrumente, die wir haben in Österreich, von der Allgemeinmedizin bis zu den Spitälern, möglichst gut funktionieren, dass wir vor allem Schwerpunkte im Bereich der Vorsorge machen. Das heißt, dass Menschen gesund bleiben. Es geht ja nicht ums Kranksein vorrangig, sondern ums Gesundbleiben, um sich wohlfühlen, dass einem gut geht. Und das hängt oft auch mit dem eigenen Leben, nicht nur, aber auch mit dem eigenen Tun, mit dem eigenen Handeln, mit der Art, wie wir leben, was wir essen zum Beispiel, ob wir Bewegung machen. Wir haben vorhin eine halbe Stunde Vorbereitungsgespräch gehabt unten und da haben wir darüber geredet, dass wir beide, dass wir alle drei eigentlich extrem viel und gern Bewegung machen. Und wenn wir das nicht tun können, dann fehlt was im Leben und das ist gesund im Regelfall, außer man übertreibt. Jetzt ist es in der Krisensituation ganz anders. Jetzt geht es in diesem Haus um das Entscheiden und um Vorschläge für die Regierung zu machen, wie wir, mit welchen Maßnahmen wir versuchen, diese weltweite Pandemie, die derzeit da ist, also diese Viruserkrankung, die in der ganzen Welt derzeit grassiert, wie wir die in Österreich am bestmöglichen unter Kontrolle bringen, also am bestmöglichen schaffen, dass sie möglichst wenig Schaden verursacht, dass möglichst wenig Menschen krank werden, dass wir zum Beispiel, ich habe es zuerst über ältere Menschen in Altenheimen zum Beispiel gesprochen, wie wir die schützen können, weil sie am gefährdetsten sind. Mhm. Also all das zu bedenken, Verordnungen, Rechtsstücke vorzubereiten, damit das alles rechtskräftig wird, Beratungen durchführen mit Experten und Expertinnen, wie mit der Frau Dr. Rabadi zum Beispiel. Gerade gestern am Abend haben wir so eine Videostunde gehabt, wo wir miteinander diskutieren über die Fragen, was können wir tun, was sind gute Maßnahmen, was sollte man eher nicht machen. Es ist alles neu. Das heißt, wir können nicht darauf schauen, was hat vor 4 Jahren das Land sowieso gemacht in dieser Frage, weil es einfach kein Beispiel in unserer Geschichte gibt, in unserer näheren. Und deswegen ist das alles Neuland. Deswegen gibt es auch manchmal Fehler. Das gehört dazu, wenn man was Neues macht. Leider wichtig ist nur, dass man es dann besser macht und dass man davon dann lernt. Darf ich dich auch was fragen? Ja, sicher. Im Übrigen, wie ist es denn dir gegangen in dieser Krisensituation? War ja alles für alle, war das Leben ganz anders, nicht nur für mich, sondern für alle. Ja, also ich muss sagen, dass ich meinen Tag erstmal so gestalten habe, dass ich sehr, sehr lange geschlafen habe immer am Morgen. Beneidenswert. Und man hat sich in irgendeiner Weise schon Sorgen gemacht, aber ich muss sagen, eher nicht um mich, sondern eher um Angehörige, so Großeltern oder so. Mhm.
Und ja, aber meistens hatte ich eigentlich gar keine Zeit, mir Sorgen zu machen wegen Hausaufgaben und so. Ja. Und hast du den Eindruck, dass Kinder, Jugendliche mit dieser Situation anders umgegangen sind oder anders umgehen wie Erwachsene, oder ist das etwa dasselbe? Ja, also ich denke schon, dass Erwachsene sich, also viele Erwachsene sich mehr Sorgen gemacht haben als Kinder. Mhm. Da zum Beispiel meine Mama auch mir jeden Abend nach der anstrengenden Arbeit auch in der Schule geholfen, für die Schule, für die Hausaufgaben immer geholfen hat, mhm, und so. Ja, und sie auch wahrscheinlich, oder viele andere Eltern wahrscheinlich neben den schulischen Leistungen auch sich generell Sorgen um ihren Nachwuchs gemacht haben, mhm, oder um ihre Eltern. Mhm. Und ja. Noch eine stärkere Belastung. Also. Mhm. Okay, genau. Danke. Dann habe ich noch eine Frage, und zwar zum Thema Homeschooling. Wie wärst du da angegangen, du als ehemaliger Lehrer, mit dem Homeschooling? So. Das hast du ein Geheimnis verraten. Ja, ich bin Volksschullehrer gewesen, mir hat das extrem Spaß gemacht, und eine kleine Dorfschule, das heißt, da hast du einen sehr nahen Bezug zu den Kindern. Ich habe alle Klassen von der ersten bis zur vierten Volksschule gehabt, alle Gegenstände außer Religion, und das war ja total spannend, das ist ein schöner Teil meines Lebens. Was hätte ich anders gemacht? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Ich meine, nicht so intensiv wie der Bildungsminister damit auseinandergesetzt, das ist dessen Job in Wirklichkeit. Wir haben schon oft darüber gesprochen in der Regierung. Homeschooling halte ich für eine gute Möglichkeit als Ergänzung, aber auf die Dauer ist es wahrscheinlich schwierig, auch was die Zugangsmöglichkeiten betrifft, denn es hat ja nicht jeder Schüler, jede Schülerin ein gutes Equipment, eine gute Ausrüstung dafür. Oft kann es auch Situationen geben, wo die Eltern das Gerät zum Beispiel brauchen in der Situation, und du müsstest eigentlich auch darauf arbeiten. Es ist keine Lösung, aber es ist eine Zwischenlösung, eine Notlösung gewesen in einer Situation, wo es nichts anderes gegeben hat. Aber wichtig war, dass die Schulen ja grundsätzlich offen waren, das heißt, dass es auch die Betreuungsmöglichkeit gegeben hat. Aber wir alle arbeiten, das ist ja das Ziel unserer Arbeit, daran, dass die Krise möglichst bald vorbei ist und dass wir irgendwann möglichst bald sagen können, so, das war's jetzt. Ende der ganzen Geschichte. Und jetzt schauen wir, dass wir wieder unseren Alltag zurückgewinnen und wieder das Leben führen können, das wir alle doch noch deutlich lieber haben als diese Notsituation, die wir jetzt erlebt haben. Danke. Genau, jetzt es haben ja noch viele andere Kinder Fragen an Sie, an dich. Und deswegen schauen wir uns diese Videos noch mal genauer an. Hallo, ich bin der Reza, ich bin 10 Jahre alt und ich würde gerne wissen, ist Corona für uns Kinder gefährlich? Ich habe gefragt, ob das Virus gefährlich ist für Kinder. Ja, das gebe ich was an wahrscheinlich. Für die allermeisten Kinder nicht. Kinder werden zwar infiziert, werden aber nur sehr in seltenen Fällen schwer krank. Ja, es gibt schon Kinder, die fühlen sich ein paar Tage nicht gut, haben ein bisschen Fieber etc. Meistens passiert nicht mehr. Natürlich gibt es schon immer wieder Fälle. Ja, in Österreich kenne ich aber keinen einzigen Fall, wo ein Kind wirklich schwer erkrankt ist. Man hört aus anderen Ländern immer wieder mal was. Schmähs wollte man ja auch keine erzählen. Aber wie gesagt, für sich selber müssen Kinder und Jugendliche eigentlich keine Angst haben, auch Eltern nicht. Aber Kinder betrifft es insofern, die Pauline hat es auch erwähnt, machen sich ein bisschen Sorgen, auch andere anzustecken. Und also das ist mir ganz wichtig, das möchte ich dir und den anderen Kindern auch gerne sagen. Das Virus steckt andere Menschen an, nicht ihr. Ja, nicht die Kinder und auch nicht Erwachsene, es ist das Virus, das ansteckt. Ja, das heißt, viele Kinder haben Angst, ihren Großeltern weh zu tun durch das Virus, durch die Übertragung. Da müsst ihr euch nicht fürchten. Wenn ihr euch an gewisse Regeln haltet, um dem Virus das Springen schwer zu machen. Ja, also haltet das Virus auf Abstand. Mhm. Ja? Das Danke. Ist Dankeschön. Dann gibt es noch ein Video von der Anna. Schau mal.
bin 10 Jahre alt und würde gerne wissen, was passieren sollte, wenn die Anzahl der Angesteckten steigt. Ja, da kann ich, so laut muss ich nicht sein, aber das Video musste lauter sein, genau, jetzt ist ausgependelt. Ja, was ist, wenn die Ansteckungszahlen wieder steigen? Das ist ja genau das, worum es uns geht, was wir machen. Die ganzen Maßnahmen, die wir verwirklichen, haben genau das Ziel, dass es eben nicht so ist, dass die Ansteckungszahlen wieder steigen, dass die sehr gering bleiben, so wie das derzeit. Und das ist total schön, finde ich, in Österreich der Fall ist. Also ich schaue mir jeden Tag in der Früh, ist so ziemlich das Erste am Morgen, was ich mir anschaue, fast das Erste, was ich mir anschaue, die konkreten Zahlen des Tages an, der letzten 24 Stunden. Und da kriege ich dann am Tisch, wie schaut's aus? Hat es in irgendeinem Bundesland besondere Probleme gegeben? Gibt es gröbere Neuansteckungszahlen in irgendeinem Bundesland? Heute in der Früh habe ich zum Beispiel gesehen, super, die Zahlen sind sehr, sehr gut. Es gibt keine großen Zunahmen. Vor ein paar Monaten, Mitte März, so 10., 12., 14. März zum Beispiel, da hatten wir jeden Tag Zuwächse zwischen 30%, 40% und 50% pro Tag. Mhm. Und da kannst du dir vorstellen, das ist dann die berühmte exponentielle Kurve. Da geht es dann irgendwann einmal ganz steil bergauf. Und das Ziel unserer Maßnahmen ist gewesen, dass wir das wegkriegen. Das heißt, dass es weniger Ansteckungszahlen gibt. Und jetzt sind wir nicht mehr bei 40%, 50%, sondern jetzt sind wir pro Tag bei 0,2%, 0,3%. Das heißt, es ist gelungen, dass wir das vermeiden. Und jetzt machen wir Öffnungsschritte. Das heißt, dass wir bestimmte Dinge in unserer Gesellschaft wieder ermöglichen. Freut sich ja jeder drauf. Also ich zum Beispiel habe mich auf ein paar Dinge ganz besonders gefreut, auch auf die Gastronomie, muss ich zugeben. Seit dem 15. Mai darf man wieder ins Wirtshaus gehen oder in ein Kaffeehaus, gehe ich zum Beispiel total gern. Und die machen wir, diese Schritte machen wir alle 2 Wochen, damit wir in der Zwischenzeit, in diesen 2 Wochen überprüfen können, funktioniert das oder gehen uns eben, wie gefragt wurde, die Ansteckungszahlen wieder nach oben. Wenn das der Fall sein würde, dann müssten wir Gegenmaßnahmen setzen und vielleicht die eine oder andere Öffnung verschieben, zurücknehmen, später umsetzen. Aber bisher hat alles sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Warum? Weil die Bevölkerung super mitmacht. Und zwar alle, von den ganz Älteren bis zu den ganz Jungen, haben alle großartig mitgemacht. Und das entscheidet nicht einer. Nicht die Gesetze sind entscheidend, die wir machen, sondern entscheidend ist, was die Leute tun, wie sie handeln. Weil du kannst alles Mögliche als Politiker beschließen, ja. Wenn es nicht umgesetzt wird, dann bleibt es Papier. Dankeschön. Dann haben wir eine Frage von der Mona. Hallo, ich bin die Mona und ich habe ziemlich Angst vor Spritzen. Und wenn es dann einen Impfstoff gibt, muss man sie dann impfen lassen? Ja, also die Angst vor Spritzen, da haben wir vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, gell? Und ich habe gestanden, ja, Geheimnis, dass ich mich auch immer ganz schrecklich gefürchtet habe vor Spritzen. So lange, bis ich drauf gekommen bin, es ist nur ein Pieks. Es ist einfach nur ein Pieks und man beißt die Zähne zusammen und es ist wieder vorbei. Was ich den Kindern immer erkläre, ist, die Impfung schützt dich. Ja, die ist gut für dich und die schlägt die ganzen Viren in die Flucht. Das ist wie eine Firewall am Computer. Und darum ist der Pieks zwar da, ja, aber da zwickt man ein bisschen und lacht man ein bisschen und dann ist es schon vorbei. Impfpflicht, also impfen müssen, ja, ist, glaube ich, davon spricht bei uns niemand, aber das Gefühl, man ist jetzt sicher und läuft nicht mehr Gefahr, dass das Virus einen benutzt, um auf den anderen zu springen, sozusagen, man kann auch der Oma wieder um den Hals fallen, ja, das, glaube ich, ist schon eine ziemlich gute Motivation, oder? Ja, schon. Danke. Genau, und dann haben wir noch ein Video vom Jakob. Hallo, ich bin der Jakob, ich bin 10 Jahre alt und ich würde gerne wissen, ob es den Coronavirus nächstes Schuljahr noch gibt. Und Sie, oder? Ja. Das wüssten wir auch gerne für dich. Ja, dann gebe ich die Frage einfach weiter. Minister die bessere Antwort. Ja,
Nein, das ist natürlich kein Scherz. Wir wüssten gerne, ob es das Virus dann noch gibt. Und wir können wirklich nicht hell sehen. Und der Minister hat es vorhin schon gesagt, wir wissen über dieses Virus halt relativ wenig. Und nicht nur wir nicht, sondern weltweit gibt es damit eigentlich wenig Erfahrungen. Das heißt, wir hoffen alle sehr, dass es sich verkrümelt. Allerdings halten die meisten Experten nicht für wahnsinnig wahrscheinlich, dass es plötzlich poff weg sein wird, ja, sondern rechnen damit, dass wir einfach schon für eine ganze Weile lernen müssen, damit zu leben. Ja, ich muss auch sagen, ich bin heute durch Wien spaziert hierher und habe festgestellt, die Leute machen das wirklich unheimlich gut und man hat sich an vieles gewöhnt. Ja. Und Pauline, darf ich dich da ganz geschwind was fragen? Gibt es was für dich, was du schön gefunden hast an der Zeit? Was war fein? Wie gesagt, die langen Schlafenszeiten habe ich sehr genossen. Ja? Und dass man sich seinen Tag auch selber einteilen konnte. Also ich war nicht immer konsequent, aber es war schon eine gute Chance, sich selber auch Sachen, Erfahrungen zu machen, wie teile ich mir meinen Tag ein und was will ich an dem Tag schaffen und wie lange will ich an dem Tag lernen oder so. Ja. Also ein bisschen auch Verantwortung übernehmen für sich und sein Leben. So gell? Ja, ja. Mhm. Ja. Und dann gibt es noch eine Frage von Raphael und Tobias. Ich werde 12 Jahre. Und ich werde 9 Jahre. Können wir im Juli unseren Geburtstag mit Freunden beim Kegeln feiern? Ja, dann versuche ich zu beantworten, obwohl es auch wieder schwierig zu beantworten ist. Ihr seht schon, fast alle Fragen sind ganz schwer zu beantworten, weil wir halt große Unsicherheiten haben. Das Virus ist nicht so richtig planbar und auch nicht berechenbar. Das tut manchmal das, was es will. Aber das Gute ist, am Ende des Tages so wirklich ganz, ganz, ganz entscheidend ist trotzdem, was wir tun. Und das entscheidet die Zukunft oder Nicht-Zukunft des Virus. Mhm. Und wenn wir die Maßnahmen, die wir uns so ausgemacht haben in unserer Gesellschaft, so diese berühmten Hygienemaßnahmen, das berühmte Händewaschen, so nicht schnell, sondern durchaus länger, oder Hygienemaßnahmen zum Beispiel auch, da bin ich total, habe ich viel lernen müssen, das Herumfahren im Gesicht zum Beispiel, solche Sachen, da bin ich ein bisschen gefährdet, habe ich lernen müssen. Viele dieser Maßnahmen nennt man Hygienemaßnahmen. Das gehört zusammen. Und das Zweite ist, wir praktizieren es da ja auch, dieser Mindestabstand. Also wenn man zum anderen den richtigen Abstand von zumindest 1 Meter hat, das ist schon einmal das Wichtigste, dass man das zusammenbringt. Und jetzt ist das natürlich für die beiden, den Raphael und den Tobias, eine schwierige Geschichte, weil bei einer Geburtstagsfeier den Abstand immer einzuhalten ist schwierig, aber trotzdem sollte man sich's vornehmen. Das heißt, entscheidend ist immer die Frage bei diesen privaten Sachen, das sind meine Entscheidungen, was ich privat in meinem Haus und so weiter mache. Aber trotzdem ist die Bitte, dass man sich an diese Maßnahmen trotzdem hält, auch im privaten Bereich. Das heißt, ein paar Freunde einzuladen zu einer Geburtstagsfeier wird nicht die Tragödie sein, aber vielleicht kann man sie aussuchen und überlegen, wie man es macht. Also vielleicht draußen im Freien zum Beispiel ist schon viel besser und viel leichter. Oder sich ein Spiel ausmachen, wo es um Distanz geht und um die Regeln geht. Oder ja, die ganze Corona-Geschichte mit den Maßnahmen und Beiträgen, die wir selbst leisten können, dass das Virus nicht gewinnt eben, die durchzuspielen bei dieser Geburtstagsfeier. Also da gibt es viele Ideen und so wie mir die zwei vorgekommen sind, haben die auch viele Ideen. Sie sollen es nicht so machen wie die Kegel, die, wenn sie eng beisammenstehen, mit einer Kugel erwischt werden. Und dann haben wir noch eine Frage von der Lena. Hallo, ich bin die Lena und bin 13 Jahre alt. Da eines meiner Lieblingsfächer Turnen ist, möchte ich gerne wissen, ob man die Turnstunde in diesem Schuljahr noch unterrichten kann. Man könnte sie ja einfach ins Freie verlegen. Also die Lena zeigt es ja schon ein bisschen, wie es gehen könnte in der Zukunft.
Wir haben schon recht restriktive Maßnahmen gemacht und am Beginn, weil es eben notwendig war, dass wir diese Ausbreitung einmal stoppen, damit das Problem einfach nicht so groß wird für uns alle. Und wir schauen uns aber jetzt gerade gemeinsam in der Bundesregierung, alle miteinander, gestern am Abend sind wir wieder zusammengesessen. Ui, jetzt habe ich was verraten. Nein, ist kein Geheimnis. Sind wir zusammengesessen und wir überprüfen derzeit gerade, welche Maßnahmen passen gut, die wir damals beschlossen haben, seit 14. April bei diesen einzelnen Öffnungsschritten. Und bei welchen Maßnahmen können wir auch überlegen, ob wir manches verändern, vereinfachen, verständlicher machen zum Beispiel. Und da gehört sicher auch der Bereich der Schule dazu, den wir uns ansehen im Augenblick. Und ich hoffe, dass da was Gutes rauskommt für die Schülerinnen und Schüler und auch für die Pädagoginnen und Pädagogen, weil es ja ein Ort ist, wo man viel Zeit verbringt. Und das ist ja nicht nur ein Lernort, sondern auch ein Beziehungsort in einem gewissen Sinn, wo man Freunde trifft und wo es auch um Bewegung geht. Und wir wissen, dass Bewegung einfach etwas ist, was gesund ist, ja, und dass man die ja auch gerade bei dieser wunderbaren Zeit, die wir jetzt haben, in den nächsten Monaten, dass man die teilweise auch draußen machen kann. Also wir sind derzeit am Überlegen, am Überprüfen. Den Tipp und die Frage von der Lena werde ich zu unseren Diskussionen mitnehmen in die Bundesregierung und dann hoffe ich, dass was Gutes rauskommt. Das erwarte ich mir auch. Wir werden das in den nächsten Tagen dann auch öffentlich bekannt geben, wo wir Veränderungen machen werden. Und dürfte man auch den Unterricht nach draußen verlegen, ins Freie? Naja, verboten ist das grundsätzlich nicht. Die Frage ist nur, ob es passt überall, ob ich mich konzentrieren kann, ob ich Ruhe habe, um gemeinsam lernen zu können. Es ist wahrscheinlich auch die Frage, ob alle hinausgehen können, alle Klassen meine ich jetzt, oder ob das einmal für eine möglich ist. Ich glaube, da wird in den Schulen derzeit miteinander sehr gut überlegt, wie können wir das bestmöglich verwirklichen. Und heute werden viele zuhören und werden vielleicht eine Anregung jetzt übernehmen. Dankeschön. Und dann die letzte Frage. Oh nein, doch nicht. Dann kommt noch eine Frage von dem Daniel. Hallo, ich bin Daniel und 10 Jahre alt. Ich würde gerne wissen, ob wir nächstes Schuljahr getrennt, also wieder in zwei Gruppen oder in einer Klasse in die Schule gehen. Ja, der Daniel stellt eine wichtige Frage. Was machen wir überhaupt im Herbst? Wie wird das Leben im Herbst ausschauen? Weil davon wird ja abhängen, wie wird es in den Schulen sein, das Leben. Und das betrifft ganz, ganz viele Bereiche. Und viele wollen jetzt schon planen für den Herbst zum Beispiel. Und das Schwierige ist, dass eben das Virus nicht so ganz prognostizierbar ist. Du kannst nicht hundertprozentig vorhersagen, niemand auf der Welt im Augenblick, was in 3 Monaten, in 4 Monaten, in 5 Monaten sein wird. Aber wir setzen uns mit allen Fachexpertinnen, wir haben gestern auch bei unserem Expertenbeirat darüber gesprochen, Anfang Juni uns zusammen, also in der ersten Junihälfte, uns zusammen und werden mit vielen, vielen Instrumenten überprüfen, wo stehen wir denn derzeit. Und wie könnten die nächsten Wochen und Monate aussehen? Was ist das Wahrscheinlichste? Und da wollen wir ein Szenario, eine Prognose entwickeln, um ein bisschen in die Zukunft schauen zu können. Du weißt, das ist immer schwierig, ist auch im eigenen Leben total schwierig. Wenn ich dich fragen würde, wie machst du genau in 2 Monaten? Am Dienstag wird es auch schwierig. Ja. Aber wir haben ja viele Fachleute und es gibt Studien, die da sind. Und deswegen wollen wir zumindest eine Prognose machen, was am wahrscheinlichsten ist, wenn es gut läuft und was dann sein würde, wenn es nicht so gut läuft. Wir haben es ja in der eigenen Hand. Das ist das Schöne, finde ich. Wir entscheiden darüber. Jeder von uns entscheidet darüber, wie unsere Zukunft aussehen wird. Und wenn wir in den nächsten Wochen diese Maßnahmen, von denen wir zuerst gerade gesprochen haben, das Abstand halten, diese Hygienemaßnahmen, das Händewaschen regelmäßig, und ein paar andere Dinge, wenn wir die gut machen, dann schaut es im Herbst gut aus. Und dann bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass es auch wieder eine normale Schule ergeben kann. Okay, danke. Und dann die nächste Frage kommt von den Pfadfindern. Mein Name ist Paul. Und mein Name ist Ida. Wir sind von den Pfadfindern und Pfadfinderinnen Österreichs.
und wir würden gerne wissen, ob wir dieses Jahr auf Sommerlager fahren können. Ja, das war schon ein ganz professionelles Video mit Musik im Hintergrund, super. Sommercamp, Ferienlager, gibt es ja viele, viele ganz unterschiedliche Arten und da liegt auch schon ein bisschen das Teufelchen im Detail, weil es auf die Art drauf ankommt. Grundsätzlich wird es ab Freitag möglich sein, entsprechende Ferienlager zu verwirklichen. Ja? Ab Freitag wird es eine neue Verordnung geben, die ab Freitag gültig sein wird. Also geben tut es heute schon. Heute Nacht ist sie unterschrieben worden jetzt ist sie rechtskräftig. Ab Freitag wird das möglich sein. Das heißt, man kann zu planen anfangen. Und was wir im Haus machen werden, das sind so eine Art Empfehlungen, wo drinnen steht, worauf soll ich Acht geben, was soll ich vermeiden bei derartigen Ferienlagern, was hilft uns in dieser Situation, wo wir alle einen Beitrag leisten wollen, damit das Virus nicht stärker wird, sondern immer kleiner und irgendwann verschwindet. Also grundsätzlich soll es möglich sein, bitte auf die Homepage bei uns schauen, wenn man Veranstalter von Ferienlagern ist und sich informieren, was von den Fachexperten und Fachexpertinnen empfohlen wird. Okay. Und jetzt die letzte Frage von der INEA. Hallo Rudi, ich bin die INEA, ich bin 8 Jahre. Meine Frage ist, ob ich meinen Papa, der MS hat, im Pflegeheim besuchen darf. Und ich habe dir ein Bild gemacht, das kann ich dir auch mit der Post schicken. Und es ist schon da. Tschüss. Tschüss. Okay. Ja, also gestern habe ich die Post aufgemacht und da war ein Riesenpaket drinnen. Ich habe es ganz neugierig, wie ich bin, aufgemacht. Und da ist das Bild der INEA drinnen gewesen. Wir haben uns das zuerst schon angeschaut und das ist ganz großartig geworden. Warum ist es so großartig? Erstens, ich finde das Herz super, ich finde den Regenbogen ganz super. Das ist im Übrigen ja ein sehr buntes Bild, das ist auch schön. Da gibt es einen Mann mit einem Hund und der Hund schaut aus wie mein Hund. Ich glaube, das ist kein Zufall. Hat dasselbe Geschirr, wie man so sagt, bei einem Hund. In der richtigen Farbe hat sie das gezeichnet. Dahinter steht ein Mann, der möglicherweise ich bin. Sie hat das sehr vorteilhaft gemacht. Er ist nämlich gärtenschlank, dieser Mann im Anzug. Und der Hund hält einen Abstand von 1 Meter bis zum nächsten Hund. Also der hat total verstanden, worum es geht. Und er zeigt zwar dem anderen Hund die Zunge, aber das Wichtige ist, der Abstand ist da. Dieser 1 Meter wird gut eingehalten. Ich möchte mir einfach bei der INEA und bei den vielen Kindern, die schon Bilder geschickt haben, total bedanken. Das ist jedes Mal wirklich ein Glück, wenn man von euch was kriegt. Das freut mich total. Und das gibt uns auch immer wieder Kraft für die Arbeit, die wir tun. Aber die Frage von der INEA war ja jene, wie ist das, kann sie dann den Papa bald wieder besuchen, der krank ist und in den Pflegeheimen gelten ja in Österreich seit Ende März, Anfang April besondere Schutzmaßnahmen, weil vielleicht wisst ihr das und vielleicht weißt du das, dass es in anderen Ländern sehr viele Erkrankungen gegeben hat von älteren Menschen in Pflegeheimen, in Altenheimen. Das sind diejenigen, die wir am meisten schützen müssen, weil sie am verletzlichsten sind. Und ich finde, das ist auch so gut in unserer Gesellschaft, dass wir derzeit aufeinander aufpassen. Das heißt, dass wir merken, wir sind füreinander verantwortlich und wie es dem anderen geht, das hängt ganz stark auch von mir ab. Und deswegen gehören wir zusammen. Und das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl und deswegen braucht es einfach auch in manchen Bereichen Schutz von jenen, die besonders gefährdet werden. Und deswegen haben wir einige Zeit hindurch ein Besuchsverbot gehabt in Alten- und Pflegeheimen, aber auch in Einrichtungen, wo Menschen mit Behinderungen leben. Die haben wir seit Anfang Mai jetzt aufgelockert. Das heißt, dort ruft man an, als Angehöriger, als Kind zum Beispiel genauso, und sagt, hallo, ich möchte den oder den besuchen, wann geht das genau, dann kriegst du einen Termin und dann wird unter bestimmten Schutzbereichen, das heißt, man soll den Abstand dann auch bewahren, möglichst soll das im Freien sein, damit es wieder weniger Risiko gibt, etc., dann ist das absolut möglich.
Von daher wird die ENEA mit Sicherheit die Möglichkeit haben, dass sie diesen Besuch, den sie gern hat, auf den sie sich freut und wo sich der Besuchte dann auch sehr freuen wird über die ENEA, dass sie kommt, dass der möglich sein wird. Und werden dann da im Altersheim oder im Pflegeheim dann eine begrenzte Anzahl an Besuchern reinkommen? Genau, das wird sozusagen gestaffelt gemacht, damit es nicht zu viel Menschen an einem Ort gibt. Da gibt es dann in den meisten Pflegeheimen einen eigenen Besucherraum, wo man sich dann treffen kann. Oder viel, viel besser, wenn das Wetter passt, macht man es draußen im Freien. Mhm. Das ist schöner, finde ich. Und man muss auch weniger Sorge haben dabei dann. Und das ist der jetzige Stand. Aber auch da gilt, je besser es wird, je mehr wir dazu beitragen, dass es besser wird, desto mehr können wir auch diese Regelungen abbauen, wieder schrittweise, damit, weil es ja auch schwierig ist für die Menschen, die dort wohnen, wenn sie keinen Besuch haben, auf den sie sich lange freuen, dann ist das auch für sie sehr, sehr unangenehm. Und das wollen wir einfach immer stärker ermöglichen. Und das können wir dann umso stärker ermöglichen, wenn das Risiko insgesamt sinkt. Dankeschön. Danke an die Susanne Rabadi und an den Herrn Gesundheitsminister. Haben Sie noch Fragen an mich irgendwie? Danke sagen an die Pauline vor allem. Du hast das wahnsinnig großartig gemacht. Deine erste Pressekonferenz mit Bravour, finde ich, absolviert. An der Stelle auch danke an die vielen, vielen Kinder, die eingesandt haben. Wir haben viele, viele, viele Videos bekommen. Wir haben jetzt eine Auswahl getroffen, nach Themen gebündelt. Wir werden aber in den zukünftigen Tagen diese Videos noch versuchen zu beantworten über die Social-Media-Kanäle. Ich darf Sie jetzt herzlich einladen, Ihre Fragen zu stellen. Zu diesen Ferienlagern, diese Empfehlungen, kommen die jetzt gleichzeitig mit dem Freitag oder wie lange dauert es dann? Weil halt viele Eltern schon sehr, sehr ungeduldig sind, nachdem sie viel Urlaub auch jetzt schon aufgebraucht haben. Mhm. Was machen sie dann mit den nächsten 9 Wochen? Also das Wichtige ist, glaube ich, man kann jetzt einmal zu planen beginnen. Es wird möglich sein und es wird ab Freitag möglich sein, Punkt 1. Und Punkt 2, wir schauen, dass möglichst rasch die Empfehlungen auf der Homepage sind. Das heißt, spätestens im Laufe der nächsten Woche, dass sie da sind. Muss man ein bisschen verstehen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesem wunderbaren Haus, das meine ich jetzt nicht nur architektonisch, sondern das meine ich vor allem, was das Engagement der Leute hier in dem Haus betrifft, die sind schon extrem beansprucht. Also so eine Herausforderung habe ich noch nirgendwo erlebt, auch für die Teams, die da tätig sind. Und deswegen muss man manchmal 2-3 Tage länger auch bei derartigen Sachen Geduld haben, weil es so viel gleichzeitig zu bearbeiten gibt. Aber im Laufe der nächsten Woche werden wir die haben und dann kann man die Detailplanung für das Ferienlager beginnen. Herr Minister, auch meine Frage, es ist ja gerade der Erlass gekommen oder beziehungsweise die Novelle, ab 29. Mai sind Hochzeiten und Beerdigungen mit bis zu 100 Menschen wieder erlaubt. Gibt es da schon Details? Muss man da Abstand halten, Masken tragen? Darf man miteinander tanzen? Und gilt das dann auch für zum Beispiel Geburtstagsfeste im Restaurant für meinen oder wenn die Oma 80er hat und Familienfeiern hat, gilt das dann da auch? Mit dieser Begrenzung und unter welchen Voraussetzungen, mit welchen Schutzmaßnahmen? Ja, die Schutzmaßnahmen sind grundsätzlich dieselben, die wir sonst auch haben. Das heißt, die Abstandsregelung gilt natürlich grundsätzlich. Das ist das Wichtigste in der Situation. Auch da wird es Empfehlungen geben, worauf wir aufpassen sollen, worauf wir achten sollen. Mir war es nur wichtig, vielleicht erzähle ich jetzt auch wieder ein Geheimnis, aber wir haben wirklich tausende Anfragen bei uns im Haus über ganz unterschiedliche Fragen, wo halt der Einzelne oder die Einzelne persönlich auch betroffen ist. Und die Anfrage Nummer 1 mit großem Abstand war die Frage nach den Hochzeiten. Und das ist schon ein Phänomen und deswegen haben wir auch bemüht, obwohl es schwieriger ist, weil eine Hochzeit zeichnet sich auch natürlich dadurch aus, dass es ein Fest ist, dass man feiert miteinander, dass man Freude hat, dass manchmal auch ein kleines Glas Bier getrunken wird zum Beispiel.
Ja, und das erleichtert es nicht unbedingt. Deswegen haben wir diesen ersten Schritt jetzt einmal gemacht. Das ist mir ganz wichtig, vielleicht das auch noch mitzusagen. Und wenn der gut funktioniert, dann werden wir einen nächsten Schritt an Verbreiterung machen. Denn ich weiß, dass viele für den August zum Beispiel Hochzeitsfeiern geplant haben, schon seit langem geplant haben, dass alle Vorbereitungsarbeiten bis zum Beginn der Krise da waren. Und dann hat man stoppen müssen und deswegen diese vielen Fragen, weil man wissen will, weil die Betroffenen wissen wollen, ob sie das jetzt umsetzen können oder nicht. Also wenn das gut funktioniert, wird es noch im Sommer einen zweiten größeren Schritt geben. Das heißt Abstand jetzt schon ja. Darf ich jetzt vor dieser zweiten Lockerung dann, wenn es dann gut funktioniert, darf ich jetzt auch schon eng miteinander tanzen und einfach keine Maske tragen bei der Hochzeit? Oder wie kann man sich das momentan? Ja, wir haben jetzt haben wir die Regelung bis zu 10 Personen. Auch da den Mindestabstand, der ist einzuhalten, ist so. Das ist die wichtigste Grundregel, die wir haben, denn wenn wir den Mindestabstand einhalten, haben wir schon den größten Beitrag eigentlich geleistet, dass nichts passieren kann. Und je größer die Gruppe ist, desto mehr Personen sind dabei, die ich nicht näher kenne, wo es manchmal sein kann, dass jemand, der vielleicht gar nicht weiß, dass er erkrankt ist, wir haben relativ viele asymptomatische Erkrankte auch, die nicht Fieber haben, die keinen Halsweh haben, die die klassischen Symptome nicht kennen und trotzdem Träger des Virus sein können. Und deswegen ist es wichtig, auch dann, wenn wir diesen nächsten Schritt machen auf 100 Personen, dass wir diesen Mindestabstand, die Grundregel einhalten. Aber ich ersuche um Verständnis, warten wir auf die Empfehlungen im Detail. Da kann es dann jeder und jede, sind viele Frauen auch darunter, die diese Frage gestellt haben, nach den Hochzeiten auch schön ablesen und verankern. Wir haben auch eine Rubrik auf der Homepage, wo die meistgestellten Fragen drauf sind, mit konkreten Antworten. Das ist auch eine gute Möglichkeit, sich die anzusehen. Und sonst bleibt noch immer das Mail an die Sprechstunde und wir werden diese Fragen auch beantworten im Rahmen der Sprechstunde. Dafür ist sie ja da. Herr Minister, ich muss leider auch nochmal auf die Hochzeiten zu sprechen kommen. Das gilt ja schon ab Freitag, dass die für 100 Personen und die Begräbnisse wieder erlaubt sein werden. Wann wird es die Empfehlungen geben? Wird es die im Vorfeld geben? Was macht jemand, der jetzt über Pfingsten etwas geplant hat? Der muss ja wissen, wie er das dann abhalten kann und ob er den 1 Meter Abstand einhalten muss. Ja, also in der Verordnung sind ja die Grundregeln auch schon drinnen. Der Mindestabstand ist eine Grundregel, die auch weiter eingehalten werden muss, gleichgültig. Welche Veranstaltung, welche Form das im Detail ist, da gibt es einige ganz, ganz wenige Ausnahmen. Wir werden das möglichst zeitnah dann ein bisschen präzisieren. Auch, und ich glaube, das ist das wichtigste Instrument, auf Basis der Fragen, die hereingekommen sind in den letzten Wochen und fast kann ich sagen Monaten zu diesem Thema, wird es einfach Antworten geben, die meistgestellten Fragen und die besten Antworten. Und das wird vor dem Wochenende sein. Müssen Personen fürchten, dass sie kontrolliert werden, also dass die Gesundheitsbehörde Kontrollen erhalten wird auf Begräbnissen, auf Hochzeiten? Also unser Grundmotto ist, möglichst viel Hausverstand und Selbstbestimmung zuzulassen, zwar Regeln darzustellen, aber ich sehe unsere Aufgabe nicht darin, dass die Gesundheitsbehörde Hochzeiten kontrolliert oder die Polizei dort vor Ort kontrolliert. Ich habe mittlerweile wirklich ein ganz großes Vertrauen in die Bevölkerung in Österreich, dass jeder und jede weiß, dass wir eine Verantwortung tragen und dass wir mit unserem Verhalten einfach dieser Verantwortung gerecht werden wollen. Das will ja jeder. Niemand will dem anderen einen Schaden zufügen. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass diese Weiterentwicklung, die wir machen, nämlich hin zu mehr Eigenverantwortung, dass die auch gelebt wird und dass es da keine besonderen Kontrollen dazu braucht. Würde ich gerne sozusagen aus der ärztlichen Ecke noch kurz was dazu beitragen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass man sich immer wieder vor Augen hält, gerade diese Abstandsregel, das gilt für alle, aber vor allem die Abstandsregel, das hat ja einen Sinn und einen Grund. Es ist ja nicht, man hält ja nicht Abstand, damit man irgendeiner Verordnung Rechnung trägt, sondern um das Virus, so man es in sich trägt, nicht weiterzugeben. Ja, das weiß keiner von uns und Regeln müssen immer für alle gelten, auch wenn man glaubt selber, ich habe eh nichts. Ja. Und wenn man sich vor Augen hält,
Ich tue das aus einem wirklich guten, nachvollziehbaren, plausiblen Grund. Ich denke, dann ist es auch gleich viel leichter. Und jetzt kann ich aus politischer Sicht noch einmal was dazu sagen, ohne dass wir da jetzt zu lange reden wollen. Aber das ist das Letzte, was die Frau Dr. Rabadi gesagt hat, ist ganz was Wichtiges. Wir haben ja, wie Sie wissen, jetzt in Wien und Niederösterreich einen Cluster, einen Ausbreitungscluster, der sehr gut mittlerweile gemeinsam begrenzt wird durch gemeinsame Maßnahmen, sind am Montag dieser Woche erstmals mit dem Innenministerium, mit Wien, mit Niederösterreich, mit der AGES zusammengesessen und haben miteinander verankert, welche Maßnahmen wir verstärkt setzen wollen, damit dieser Ausbreitungscluster gut kontrolliert wird. Und dabei ist mir sehr, sehr klar geworden, um welche Dimensionen es teilweise geht. Wir haben da etwas über 200 Betroffene und von denen sind über 2/3 sogenannte asymptomatische Personen. Das heißt, die haben überhaupt nichts gemerkt davon, dass sie erkrankt sind. Sie haben keine Symptome gehabt. Und darum geht es im Wesentlichen. Sind Menschen, die kein Fieber gehabt haben, keinen Husten, den Geschmackssinn nicht verloren haben und. Also all das, was klassische Symptome wären, die haben nichts gespürt und sind trotzdem Träger des Virus. Das heißt, wir können das von uns nie ausschließen. Und deswegen geht es um diese Verantwortung. Das ist ja auch der Sinn dieses so in Diskussion stehenden Mund-Nasen-Schutzes. Da geht es ja nicht darum, dass ich mich schütze, sondern dass ich den anderen schütze, weil ich eben im Regelfall nicht hundertprozentig weiß, ob ich selbst ein Virenträger bin in dem Zusammenhang oder nicht. Zu anderen Themen. Erstens einmal die Rückerstattung der Strafen im Covid-Maßnahmengesetz. Da gibt es jetzt in Tirol die Entscheidung, dass es quasi keine Generalamnestie geben wird. Sie haben vergangene Woche gesagt, Ihre Juristen prüfen die Entscheidung vom Landesverwaltungsgericht in Niederösterreich. Wie sieht es denn da aus? Ist da der Standpunkt nach wie vor keinen Erlass, wie damit umzugehen ist? Das ist, hat sich nichts geändert an der Grundpositionierung. Ich habe aber auch noch kein endgültiges Ergebnis am Tisch, weil wir jetzt eben prioritär die Verordnung erarbeitet haben mit diesen vielen Detailschritten. Das liest sich so einfach dann, wenn man es im Nachhinein liest, dieses Papier mit den vielen, vielen Detailpunkten. Aber das muss rechtlich halten, es muss passen, es muss aus Fachsicht, nämlich aus der Gesundheitssicht, entsprechend korrekt sein und präzis sein. Und deswegen sind wir derzeit prioritär damit beschäftigt. Wir ist immer ein großes Wort, unsere Juristen und Juristinnen. Ich bin da ja nicht dabei, schmücke ich mich mit fremden Federn. Aber das derzeitige Vorgehen ist, dass die einzelnen Bundesländer entsprechende Entscheidungen treffen. Wir schauen es uns parallel, aber auch grundsätzlich an. Also erstens war das eines der schönsten Interviews meines Lebens bisher, weil es lustig war und gleichzeitig unfassbar schwierig. Du kannst mit Worten so viel erklären und auch umgehen und gleichzeitig musst du dann, wenn du einfach Fingern, nämlich eine Zahl mit den Fingern darstellst, musst du innerhalb von Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen, wo du nicht nachdenken kannst vorher. Und das ist manchmal eine große Herausforderung. Aber das war lustig, das hat Spaß gemacht, das Interview. Mir hat es große Freude gemacht. Und da muss nicht jedes Detail jetzt in allen Bereichen zu 100% in 3 Wochen noch stimmen. Das Interview war vor 2 Wochen. Ich habe ein bisschen aus der eigenen Sicht auch mitgedacht, ob das jetzt ein Urlaub, ein klassischer sein wird, wo wir hinfahren können und dann beim Rückfahren einen Test brauchen oder ob es eine völlig geöffnete Grenze ist. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir möglichst bald dorthin kommen, dass wir in unsere Lieblingsregionen, meine ist im Übrigen das Salzkammergut, dort komme ich super hin mittlerweile, und dass es aber in ganz Europa wieder ein Öffnen der Grenzbalken gibt. Das ist unser Europa, dort wollen wir hin, aber ohne, dass wir uns wieder gefährden. Das ist so die Abwägung, die derzeit stattfindet. Sehr vielleicht bekannt, ich bin ein ganz, ganz großer Freund von Italien, habe viele Freunde dort und sehe die sehr gern. Dort ist es halt derzeit nach wie vor am schwierigsten, obwohl die Italienerinnen und Italiener in den letzten Wochen
sehr, sehr viel geschafft haben bei der Bewältigung der Pandemie. Also der Trend konnte abgeflacht werden und ich hoffe, dass das überraschend schnell gehen wird, dass die Pandemie auch in Italien wieder drastisch abnimmt. Gut, dann darf ich an dieser Stelle herzlichen Dank an die Frau Dr. Ravadi sagen fürs Kommen. Sehr gerne. Vielen Dank nochmal an die Pauline. Nochmals, ich wiederhole mich, wo wird dich gemacht. Vielen Dank, Rudi. Danke. Vielen Dank fürs Kommen.